Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Filmabend. Mein Name ist Steffen Bründel, ich bin der Direktor des Forschungszentrums Historische Geisteswissenschaften. Aber ich begrüße Sie heute auch im Namen von Natascha Giekas, meiner Kollegin vom Deutschen Filminstitut Filmmuseum, da dies eine gemeinsame Reihe ist, eine Filmreihe, die wir seit 3 Jahren durchführen, 2006 begonnen mit einem Rückblick auf das Kriegsjahr 1916, letztes Jahr 2017 einen Rückblick auf 50 Jahre Deutscher Herbst und jetzt in diesem Jahr einen Rückblick auf 50 Jahre 68. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und ich habe das Gefühl, dass Sie die beiden Regisseure, die heute auch anwesend sind, Malte Rauch und Thomas Giefer, die meisten von Ihnen vielleicht persönlich kennen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass beide hier sind und begrüße auch euch beide sehr herzlich. Ein paar Worte zu beiden ganz kurz. Malte Rauch wurde 1937 in Usingen geboren. Er ist Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und einer der profiliertesten Filmemacher, bekannt durch zahlreiche historische Dokumentationen und sozialkritische Filme. Er hat in Frankfurt studiert und, wie ich gehört habe, die Zwischenprüfung bei niemand Geringeres als Adorno und Horkheimer absolviert, hat beide also erlebt. Er fungierte als politischer Redakteur der Studierendenzeitschrift Diskus, die eine Doppelfunktion hatte damals, nämlich nicht nur die Studierendenzeitschrift zu sein in Frankfurt, sondern auch das Mitteilungsblatt des universitären Freundeskreises, in dem sich damals wie heute viele Vertreter auch von Unternehmen und sagen wir mal der Frankfurter Gesellschaft sozusagen als Mitglieder waren. Und insofern kam es dann Anfang der 60er Jahre zu Problemen, als man im Freundeskreis glaubte, einige kritische Berichte seien vielleicht zu kritisch. Und das endete dann mit einem Eklat, nämlich der Entlassung von Malte Rauch aus diesem Herausgeber oder als politischer Redakteur dieser Zeitschrift. Er ist sehr frankophil und hat die Unruhen in Paris selbst erlebt, und zwar als Korrespondent des Westdeutschen Rundfunks. Und das wird auch ein Thema sein, über das wir im Anschluss noch sprechen werden, zumal er mit vielen Deutschen, mehreren Deutschen nach den Unruhen aus Frankreich ausgewiesen wurde. Ich möchte aus einem umfangreichen Werk, was preisgekrönt ist, 3 besonders hervorheben, weil ich glaube, dass wir hier eine bestimmte, sagen wir mal, thematische rote Linie sehen können. Das eine ist der Film Die Rollbahn aus dem Jahre 2002, den viele sicherlich kennen. Es ist gewissermaßen, ja, wenn man so will, die Geschichte des Frankfurter Flughafens, weil ein Rollfeld dann eben später auch vom Flughafen genutzt wurde. Und aufgedeckt durch diesen Film wurde eben, dass dieses Rollfeld von Zwangsarbeitern aufgebaut worden ist und die Zwangsarbeiter im KZ-Auslager Waldorf gearbeitet haben. Also ein Stück Regionalgeschichte mit Blick auf die NS-Zeit. Ein anderer Film mit dem schönen Titel Viva Portugal aus dem Jahre 1975 ist eine sehr kurz nach der erfolgreichen Nelkenrevolution durchgeführte Dokumentation über eben diesen Umsturz in Portugal. Und Malte Rauch hat dort eben den gesellschaftlichen Wandel kurz nach diesem Umbruch dokumentiert und viele Akteure dieser Zeit zu Wort kommen lassen. Und der dritte Film, den ich erwähnen möchte, führt uns schon direkt zum heutigen Abend. Das ist der Film Die Zukunft begann im Mai von 1971, der die sozialen Ursachen der Revolution in Frankreich thematisiert und auch der Frage nachgeht im Rückblick von 3 Jahren, was ist eigentlich daraus geworden? Thomas Giefer ist ebenfalls anwesend, ich erwähnte es schon, er ist ebenfalls ein renommierter und vielfach ausgezeichneter Regisseur und Filmemacher, bekannt ebenfalls durch sozialkritische Dokumentationen, aber auch durch Auslandsreportagen. Er wurde 1944 auf der Insel Reichenau geboren, aber ist in Frankfurt am Main aufgewachsen, wo er 1964 Abitur gemacht hat und dann zunächst Publizistik und Literatur hier an der Goethe-Universität studiert hat, bevor er nach Berlin wechselte und zunächst an der FU studierte und dann an der DFFB. Er gehörte zu jenen Protestierenden, die im Mai 1968 an der Besetzung der Universität beteiligt waren und infolgedessen relegiert wurden.
Drei Filme von ihm seien auch erwähnt. Das eine ist der Film Mord im Kolonialstil aus dem Jahre 2000. Eine Dokumentation, eine Aufarbeitung, wenn man so will, eine filmische, der Ermordung des kongolesischen Präsidenten Patrice Lumumba. Und durch diesen Film ist auch herausgearbeitet worden, dass die Ermordung im Zusammenwirken geschehen ist zwischen der ehemaligen Kolonialmacht Belgien und der amerikanischen CIA. Ein anderer Film, der sehr bekannt ist, ist der Film Die Rattenlinie aus dem Jahre 1990, wo es darum geht, die Fluchtroute prominenter Nazis über die Alpen nach Italien nachzuzeichnen, von wo aus sie sich dann allermeist nach Südamerika abgesetzt haben und sich somit der Strafverfolgung entzogen. Und der dritte erwähnte Film auch hier führt uns zum heutigen Abend, nämlich Terror auch im Westen. Aus dem Jahre 1968, also aus dem Protestjahr, wo sehr anschaulich, wie Sie sehen werden, und sehr immer noch so, dass die Stimmung vermittelt wird, der internationale Vietnamkongress in Berlin vom Februar 1968 der Aufhänger ist. Aber auch, und das macht den Film, finde ich, besonders spannend, jene Gegendemonstration, die damals vom Berliner Senat organisiert wurde. Beide, Malte Rauch und Thomas Giefer, haben gesagt, sie möchten heute etwas tun, was sie sonst nicht tun. Sie möchten ganz kurz etwas zu ihren Filmen sagen. Und deswegen habt ihr beide jetzt das Wort. Ich mache das ohne das Mikro, was? Dann lautsprechen. Eigentlich nur eine ganz kurze Vorbemerkung um den Film, den ersten Film von mir. Nimm doch lieber das Mikro, das ist so schwer verstanden. Um den Film vielleicht ein bisschen besser verstehen und einordnen zu können. Der Film ist mein erster eigener Film überhaupt, meine erste Arbeit an der Deutschen Film- und Fernsehakademie. Ich habe von Anfang an, als ich dort war, Ende 67 oder Anfang 68, gedreht. Und das Problem war, dass eigentlich ein halbes Jahr später das Studium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie schon zu Ende war. Und dadurch ist dieser Film eigentlich nur ein Entwurf geblieben. Der Film ist, das ist jetzt, was Sie sehen können, ein Rohschnitt, wo man eigentlich erst anfangen müsste, an dem Film zu arbeiten und einen richtigen Film draus zu machen. Der richtige Film kommt dafür von Malte Rauch. Nee, wollte ich gerade sagen, alle Filme sind Rohfilme und meine auch. Nur eine Korrektur, ich bin in Frankfurt geboren, nicht in Usingen. Entschuldigung. Und das Geburtsjahr weiß ich nicht, ob das gestimmt hat, aber macht nichts. Ich wollte nur zu dem Film sagen, es ist ein Fernsehfilm für den Hessischen Rundfunk und deswegen will ich nur vorwarnen, da kommt am Anfang der Redakteur persönlich und macht ein kleines, so eine Einführung. War das üblich, ja. Und ja, aber dieser Redakteur, den muss ich jetzt noch loben, weil der hat den Film in Auftrag gegeben, obwohl er wusste, dass ich aus Frankreich ausgewiesen war und wusste nicht, dass ich in der Fahndungsliste stand, aber immerhin. Er hatte dieses Buch, was wir geschrieben haben, 68 hatte er gelesen, das endet mit dem Satz Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Das ist nur der Anfang, führen wir den Kampf weiter. Und viele Redakteure beim Hessischen Rundfunk und auch beim WDR, glaube ich, damals, wollten da mitmachen. Ja. Die wollten den Kampf weiterführen. Und es gibt in dem Film gibt's eine Stelle, das ist so eine Art Flugblatt, kommt irgendwie plötzlich unvermittelt rein, nämlich ein Gedenken an die Pariser Kommune. Und die spricht der Klaus Bettnatz, der war damals Redakteur beim Hessischen Rundfunk, der wollte irgendwie auch mitmachen. Und wir hatten damals den wunderbaren Sprecher, der auch hier sitzt, der Jochen Nix, den kannten wir noch nicht. Sonst hätten wir den Rest des Films sprechen lassen von ihm. Ja, aber die Qualität des Films ist für, wenn hier Cineasten sind, die ist ziemlich schlecht. Ist eine DVD. Und ist halt fürs Fernsehen gemacht. Und ich erinnere mich, ich war mal mit meinem, als ich Babysitter war, war ich mit meinem kleinen Schützling zum ersten Mal, der war zum ersten Mal im Kino. Und der guckte auf die Leinwand und sagte, warum ist denn der Fernseher so groß?
Und das wird man vielleicht jetzt auch bei dem Bild merken, ja, dass der Fernseher sehr groß ist, ja, für die Qualität unter Umständen des Bildes. Ja. Vielen Dank, Malte und Thomas. Sie haben schon einen Eindruck bekommen, wie faszinierend es ist, wenn man Zeitzeugen zu Gast hat, die ja mehr sind als Zeitzeugen, sondern eben auch diejenigen, die das von ihnen Erlebte filmerisch verarbeiten. Und deswegen darf ich ankündigen, zu unserer besonderen Freude bleiben die beiden auch, nachdem die Filme gezeigt wurden, hier. Und wir machen eine kurze Podiumsdiskussion hier vorne. Ich verspreche, kurz und knackig, die zunächst sich an einigen Fragen entlang hangelt, die ich stelle. Und dann werden wir die Diskussion auch öffnen, damit Sie auch Fragen stellen können, so Sie sie haben. Und jetzt wünsche ich uns allen einen schönen Abend. Ja, meine Damen und Herren, nach diesen beiden eindrücklichen Filmen kommen wir jetzt zur angekündigten kurzen Diskussion. Meine erste Frage an euch beide wäre: Wann habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wann, wie und wo? Gute Frage. Das ist eine schwierige Frage, ja. Also Malte ist einfach eine Frankfurter Institution immer gewesen. Insofern kann man an ihm gar nicht vorbei. Und irgendwo hier in Frankfurt, denke ich, haben wir uns auch kennengelernt, was? Ja, klar. Das klingt ja geradezu symbiotisch. Hier. Es sind überschaubar, die fortschrittlichen Kräfte in Frankfurt. Gut, dann spannen wir den Bogen mal ganz weit zurück. Und zwar, wie Sie wissen, war ja in Deutschland das große Mobilisierungsereignis für die Protestbewegung der 2. Juni 1967, der Tod der Studenten Benno Ohnesorgs bei der Anti-Schar-Demonstration. Und deswegen würde ich dich, Thomas, fragen wollen, weil du das ja auch verarbeitet hast, wo und wie hast du dieses Ereignis erlebt? Was hat das sozusagen bei dir ausgelöst? Wo warst du und wie hast du das selbst empfunden? Ja, das war eine Zeit, in der ich entdeckt habe, mit der Kamera alles aufzunehmen. Ich wollte eigentlich Spielfilmregisseur werden und da spielte sich so viel auf den Straßen ab in Berlin, dass ich gesagt habe, das ist ja viel einfacher und viel spannender. Und das war die Basis eigentlich, dass ich angefangen habe, mich für Dokumentarfilm zu interessieren, auch dabei geblieben bin. Und da, ja, es war eine Zeit, wo ich eigentlich fast alle Demonstrationen, wenn es irgendwie ging, aufgenommen habe. Und der 2. Juni war eine sehr verlockende Angelegenheit. Kein Mensch hat gedacht, dass es so dramatisch enden würde, sondern es war eigentlich eine tolle Erzählung dieser Schar von Persien, der in riesigem Saus und Braus und Prunk und so weiter seine Krönung da gefeiert hatte und ein völlig verarmtes Volk, was davon nicht profitiert hat. Das war sozusagen das Muster, das war die Matrize, um alles nachzuweisen und durchzubuchstabieren, was wir den Herrschenden vorgeworfen haben. Du hast ja den Film, das filmisch verarbeitet, und dieser Film ist ja schon 1967 auch fertiggestellt und gezeigt worden. Was war die Stoßrichtung dieses Filmes? Wir haben ja heute nicht gesehen, aber vielleicht das kannst du kurz nochmal sagen, weil das ja ganz interessant ist. Das ist eine unmittelbare Verarbeitung eines Ereignisses, was ja die Zeitgenossen bewegt hat und was heute in der Forschung wirklich als eine Initialzündung gilt für die Mobilisierung in Westdeutschland. Der Film war weniger, sagen wir, ideologisch geprägt, sondern der war auch das Werk eines Untersuchungsausschusses, der von den Studenten gegründet worden ist, um Studenten, die angeklagt waren, zu entlasten und gleichzeitig auch um Polizisten zu belasten. Da wurde von allen Studenten, die da waren und vielleicht fotografiert haben und so weiter, wurden halt die Fotos und die Aussagen eingesammelt und damit wurde dann in den Prozessen operiert. Und dort habe ich den Hans-Rüdiger Mino getroffen, der dort gearbeitet hat, als ich mein Material sozusagen zur Verfügung gestellt habe.
Und wir haben dann gesagt, das muss nicht auf der Justizebene bleiben, sondern wir müssen daraus eine Propagandaaktion machen. Und daraus ist eigentlich dieser Film entstanden, der aber sehr akribisch versucht zu rekonstruieren, was da passiert ist und wer daran schuld war. Malte, wo warst du? Kannst du dich noch erinnern? 2. Juni 67. Wie hast du das Ereignis erlebt? Ich glaube, ich war da noch in London. Und was mir jetzt wieder eingefallen ist, also der Vietnamkongress in Berlin war ja so eine der ersten großen Versammlungen. Also alle Akteure von Mai 68 in Paris waren in Berlin dabei. Und es gab aber noch ein anderes Ereignis, das war in London 67, im Juli 67. Das war der Kongress über die Dialektik der Befreiung. Ich weiß nicht, ob das sich noch irgendjemand daran erinnert. Da kamen eigentlich aus aller Welt kamen die Leute von den Black Panthers in Amerika, der Stokely Carmichael. Dann kamen Schriftsteller, Philosophen, der Marcuse. Aber auch die Angela Davis hat schon dort ein Referat gehalten über die Befreiung der Frau, also den Terror gegen die Frauen, auch die schwarzen Frauen vor allem. Sie hat erlebt in den Südstaaten, wie ein Gottesdienst da von dem Ku Klux Klan, wo da eine Bombe reingeworfen ist und 4 Kinder dabei starben, und hat sich dann politisiert. Hat auch in Frankfurt studiert, bei Adorno auch, ja. Aber es waren auch aus der Antipsychiatriebewegung Cooper und Lang und die Italiener, die damals die geschlossenen Anstalten geöffnet haben, haben gesagt, wir machen hier eine offene Psychiatrie. Und diese Vertreter waren auch in London. Es waren Vertreter aus Vietnam da. Und dort wurde zum ersten Mal die Frage der Gewalt diskutiert. Also das... diese Gesellschaft eigentlich nur aus Gewalt besteht. Und nicht nur die Gewalt, die sich im Vietnamkrieg zeigt, sondern auch in der Gesellschaft. Also zum Beispiel in Amerika, wo das Lynchen von Schwarzen ja noch gang und gäbe war. Und das war eine der großen Vorbereitungen von der Bewegung 68. Es ist ja, was nicht so bekannt ist, auch in Großbritannien das Initialereignis für die Protestbewegung hat 1967 stattgefunden. Und zwar an der London School of Economics and Political Science, eine Ende des 19. Jahrhunderts gegründete, eigentlich liberale Universität, die, wie übrigens ja auch Nanterre als neu gegründete, aber eigentlich sozusagen aus Reformgeist entstandene Universität und die Freie Universität in Berlin, also die Reformuniversitäten, waren überall die Keimzellen des Protests. Und an der LSI entzündet es sich daran, dass ein neuer Direktor berufen werden soll, der aus Rhodesien kommt, also ein Weißer sozusagen aus der Kolonie, Commonwealth-Land, und dann formiert sich Protest bei den Studierenden, die sagen, das kann doch nicht sein, dass jemand aus einem so rassistischen Land wie Rhodesien, was sozusagen nicht viel anders funktioniert hat als Südafrika, Rektor eines liberalen Colleges wird, und da müssen wir doch mitbestimmen. Und da haben wir ein wesentliches Element, was eigentlich alle, zumindest in Westeuropa und den USA, entstehenden Bewegungen kennzeichnet: Partizipation, Mitbestimmung auf universitärer Ebene bei den Studierenden. Und Malte, du sagst, du warst in London. Hast du denn diese Besetzung oder die Nachwirkung mitbekommen? War das irgendwie auch ein Thema? Hat sich das sozusagen, oder die Vietnam Solidarity Campaign, Tariq Ali, der auch zu sehen war im Film, gab es da schon sozusagen erste Kontakte, oder hast du das sozusagen auch so als eine Initialzündung wahrgenommen in Großbritannien? Ich habe mir Notizen gemacht, aber das Eigentliche fällt einem dann doch noch ein. Ich habe direkt gegenüber gearbeitet von der LSE bei der BBC, und ich erinnere mich an diese Aktion, und vor allem die Presse hat dann berichtet, der ASTA-Vorsitzende, also ein Pförtner, hat einen Herzinfarkt bekommen während dieser Auseinandersetzung. Und dann stand in der Presse, dass der ASTA-Vorsitzende sozusagen den ermordet hat, und dass das zeigt, wie gewalttätig die Studenten sind und diese ganze Bewegung, ja. Also es ist ein, was sich dann überall durchzieht. Du hast es ja auch gezeigt. Ja, also. Ja. Das ist ganz gut, dass wir jetzt sozusagen nach Großbritannien blicken, weil man da jetzt nochmal die Mobilisierungsdynamik nachzeichnen kann. Also Partizipation
in der Universität, Partizipation im Wirtschaftsleben in Frankreich. Das haben wir gehört in dem Interview. Ja, es sei hier wie eine Monarchie, hat der eine gesagt. Und Mitbestimmung war kein Thema in Deutschland. Das hatten wir schon im betrieblichen Bereich. Hier hatten wir das große Thema 67, die Notstandsgesetze, also Demonstrationen gegen die Notstandsgesetze, deren sozusagen Beschluss kurz bevorstand. Und dann gab es in all den Ländern ein internationales Thema, was für die Mobilisierung sorgte. Das wissen Sie alle, der Vietnamkrieg. Das kam ja hier auch vor. Also das Kennzeichen dieser internationalen Bewegung sind nationale Themen. In Großbritannien wird es dann das Thema Rassismus übrigens, bedingt durch einerseits eine starke Migrationsbewegung aus den ehemaligen Kolonien nach Großbritannien, auch in den 60er Jahren, die aufgegriffen wird durch rechtskonservative Kreise. Wir kennen vielleicht Enoch Powell mit seiner berüchtigten Rivers of Blood Speech. Und das internationale Thema Vietnam, in Deutschland die Notstandsgesetzgebung und das internationale Thema Vietnam und in Frankreich wird es Autogestion, Mitbestimmung im wirtschaftlichen Bereich und Autogestion. Und wir haben als Ereignisse dann die Tet-Offensive im Januar 68, die nochmal sozusagen die Dramatik des Vietnamkriegs international in den Vordergrund rückt. Wir haben dann den internationalen Vietnam-Kongress in Berlin, wunderbar zu sehen in dem Film ja auch, da war Tariq Ali, der britische sozusagen Protestführer, Dutschke haben wir gehört. Und eigentlich hat sich alles dort getroffen, was Rang und Namen hat. Ich habe mal in London auf einer Konferenz Alain Krivine gehört, der wirklich wortwörtlich sagte, wir haben alles in Berlin gelernt. Und damit meinte eben die Protest, die Mobilisierung und den Protest und die Provokation als ein mobilisierendes Element. Und dann haben wir im April das Attentat auf Rudi Dutschke, was ganz wichtig ist. Und wir haben im März vorgelagert noch die große Anti-Vietnam-Demonstration in London, wo es Verletzte gegeben hat, unter den Studierenden auch, oder den Protestierenden. Dann die Presse sich aber nur echauffiert hat über die verletzten Pferde, weil die Studenten sozusagen Murmeln gestreut haben, die Pferde dann gefallen sind. Und auch da sieht man, wie die Presse in all den Ländern eigentlich nicht sozusagen die Themen der Studierenden lange Zeit aufgegriffen hat, sondern quasi die Gewalt, ob jetzt tatsächliche oder sozusagen solche deklarierte Gewalt. Deswegen, Malte, wir haben ja gesehen bei dem, Thomas, wir haben ja gesehen bei dem Film über den Vietnamkongress, den du gefilmt hast. Man hört immer über Dutschke von, sagen wir mal, diejenigen, die ihn erlebt haben, er sei so charismatisch gewesen. Jetzt haben wir ja ihn sprechen gehört, seine Gestik gesehen. Und man würde das heute vielleicht nicht mehr so als charismatisch empfinden. Hat er auf dich charismatisch gewirkt? Hast du ihn da auch näher kennengelernt? Oder wie hat er auf dich gewirkt? Er war schon eine starke Persönlichkeit. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Also es hat ja auch dieses Interview mit dem Dings gegeben, diese berühmte Interviewreihe mit ihm. Chaos, genau, ja. Und da ist er auch gut, hat er sich gut präsentiert. Ein Problem war ein bisschen, dass seine Argumentationen, die er gebracht hat, oft gar nicht verständlich waren. Dass er sich da irgendwo verzweigt hat in unendlichen Assoziationen und so weiter. Aber das hat auch niemand von ihm erwartet unbedingt. Er war nicht der große Theoretiker der Bewegung, sondern er war... Ja, jemand, mit dem man sich identifiziert hat, der unglaubliche Aktivität ausstrahlte und eine positive Kraft, die anderen mitgezogen haben. Das war, glaube ich, seine große Qualität. Ich würde ganz gerne noch mal was zu dem, das eigentliche Thema in dem Film, soweit es überhaupt noch erkennbar ist, den wir da jetzt von mir gesehen haben, ist ja, diese zwei Layer sozusagen, diese Widersprüchlichkeit von Demonstrationen, von Diskussionen und so weiter, wie sie unter den Studenten stattfanden und der Rezeption durch die Presse. Das war halt eine interessante Geschichte und ich glaube, die ganze Mobilisierung kann man nicht verstehen, wenn man nicht diesen Mechanismus zwischen Demonstrationen, zwischen Provokationen, zwischen Inszenierungen der Studenten, die Kommune 1, die waren ja da Meister in dieser Sache, und der Rezeption durch die Presse versteht oder sieht. Es hat natürlich
also wir hatten damals nicht so Slogans wie Lügenpresse, kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern. Und die Presse hat ja auch sehr differenziert reagiert darauf, aber diese Springerpresse, gerade die BZ in Berlin besonders und auch die Bild-Zeitung in Berlin, die haben eigentlich die haben durch ihre Berichterstattung, die natürlich total verlogen und total einseitig war, haben sie gleichzeitig die Mobilisierung vorangetrieben. Das heißt, es gab so eine Hassliebe zwischen den beiden oder eine gegenseitige Abhängigkeit. Die Presse war scharf auf die Schlagzeilen, die sie bringen konnten und womit sich die Zeitungen verkaufen ließen. Aber wir, sage ich jetzt mal, waren auch ganz scharf darauf, dort rezipiert zu werden. Und der erste Gang nach irgendwelchen Demonstrationen und Aktionen, auch von der K1, die mal bei mir gewohnt haben, war natürlich an den Kiosk am nächsten Tag zu gehen und nicht unbedingt die FAZ oder die Süddeutsche zu holen, sondern die BZ und die Bild-Zeitung. Und wenn man da nicht auf der ersten Seite war, dann war die Aktion eigentlich gescheitert. Und diese Parallelität, diese Parallelwelten der offiziellen des offiziellen Lebens oder der offiziellen, nicht nur Presse, sondern auch der politischen Statements und auf der einen Seite und unserer Wahrnehmung, die natürlich auch sehr einseitig und sehr begrenzt und sehr mit Scheuklappen war, diese Parallelwelten habe ich versucht darzustellen und das ist eine Art von Gleichzeitigkeit, von gleichzeitiger Realität, die aber von verschiedenen Leuten völlig verschieden wahrgenommen wird. Mich hat diese Demonstration damals und wie du sie auch zeigst, haben mich an die AfD heute erinnert. Also vor 50 Jahren war das sozusagen schon mal genauso weit. Was man nicht gehört hat, was ich aber ständig erlebt habe und andere auch, war der Spruch von Umstehenden, dich haben sie vergessen zu vergasen. Ja, immer. Und dann hat niemand protestiert, sondern da war ein unterstützendes Nicken überall, ja. Also man sah ja auch dieses Plakat mit dem Galgen, ne, was in dem Film zu sehen war. Und genau, das klang gerade so spielerisch, wie du das formuliert hast, aber es wirkt ja heute doch sehr hasserfüllt, insbesondere wenn man tatsächlich die Reaktionen der, sage ich jetzt mal, der normalen Berliner, der Umstehenden gesehen hat, wo ja auch gesagt wird, sie hätten die Kamera weggeschlagen. Und deswegen wollte ich fragen, gab es irgendwann mal das Gefühl, dass das kippt? Denn wir haben ja Tariq Ali beschreibt ja in seinen Erinnerungen, dass die englische Presse, also die Yellow Press, sozusagen am Ende sich auf den Foreign Scum, den ausländischen Abschaum, das war sozusagen der Begriff, konzentriert hat, womit sie eben Tariq Ali und andere nicht aus Großbritannien stammende Studentenführer meinten. Wir haben ja den krassen Fall, dass sozusagen Gaullisten in Paris demonstriert haben und dann skandiert haben, kommt Bendit nach Dachau. Ja, und hier eben auch Macht rüber geht in den Osten oder so. Das klingt ja aus heutiger Sicht schon weniger spielerisch, also schon recht aufgeladen. Also man musste ja fast das Gefühl haben, könnte ich mir vorstellen, dass man, wenn man da in den falschen Pulk gerät, nicht mehr so ohne weiteres da rauskommt. War das so? Auch die Wahrnehmung war da auch sehr ambivalent. Einerseits wurde immer wieder gewarnt davor, vor dem Zurückkommen Faschismus. War ja auch in den Slogans, Kapitalismus führt zum wie heißt das nochmal? Kapitalismus führt zum Faschismus, Kapitalismus muss weg und so weiter. Also der Faschismus spielte immer eine Rolle als warnendes Menetekel, aber gleichzeitig wurden dann solche sicher sehr, sehr unrealistischen Utopien ausklamüsert, dass man Berlin möglicherweise als eine freie Stadt selbstständig machen könnte unter dem Schutz auch der russischen Besatzung auf der anderen Seite und so. Sozusagen eine Stadt, die im Zentrum steht von verschiedenen Interessen und wo man eine eigene sozialistische Republik quasi errichten könnte. Solche Sachen hat Dutschke auch sich überlegt und das ist nicht sehr weit getrieben worden. Aber das zeigt auch, dass es nicht so einseitig war, dass man immer nur gesagt hat, oh, da kommt jetzt der Faschismus, sondern wir haben auch ein riesen Selbstbewusstsein gehabt und eine Selbstüberschätzung, welche Macht, welche Möglichkeiten wir selbst haben, um politisch unsere Ziele durchzusetzen.
würde gerne noch was sagen zu dem Film, was im Film fehlt. Das war eine der schönsten Aktionen oder mit eine der im Mai 68. Und zwar war das die Besetzung des alten Theaters Odeon im Quartier Latin, ganz altes, schönes Theater. Und nach der Sorbonne haben die Studenten und Künstler und Künstlerinnen haben dieses Theater besetzt und haben da ein ganz tolles Schauspiel inszeniert. Sie haben nämlich gesagt, die Bühne gehört jetzt euch. Ihr könnt jetzt das sagen, was ihr schon immer sagen wollt, was aber niemand hören wollte und was euch niemand hat sagen lassen. Und wir haben 24 Stunden lang, standen die Leute Schlange und einer nach dem anderen ist hoch auf die Bühne, ans Podium, ans Mikrofon und hat seine Lebensgeschichte, seine Situation, seine Forderungen erzählt und die Besetzer haben dafür gesorgt, dass sie keine langen Vorträge halten, sondern dass jeder mal drankommt. Und ich sage das auch deswegen, das war nicht in unserem Film drin, aber weil hier ja auch, ihr habt jetzt nicht hier den Kinosaal besetzt, sondern habt sogar Eintritt bezahlt, aber ich bin sicher, dass unter den Zuschauern sehr viele Leute sind, wenn nicht fast alle, die auch was zu sagen hätten. Und ich weiß zum Beispiel, dass hier sehr viele Experten sind, auch über Mai 68. Ich denke nur an die Michaela Fieler, die an der Uni mit ihrem Künstlerkollektiv, wo auch einige da sind, Pudding Explosion heißt dieses Künstlerkollektiv, die haben einen Rundgang gemacht, Horkheimers Erben über Mai 68 und eine Ausstellung organisiert, Kunst und Revolte 68. Und das wäre zum Beispiel jemand, der auch was zu sagen hätte und viele andere auch. Deswegen, nicht nur, weil es so unbequem ist und so, wir stehen ja normalerweise hinter der Kamera und nicht vor dem Licht und ihr sitzt so gemütlich da. Aber ich denke, noch dass wir das erweitern sollten. So ja, das können wir gerne gleich machen, aber ich würde gerne die Chance noch nutzen, dass wir euch beide jetzt hier haben. Das Stichwort war ja wunderbar, Odeon. Denn in Frankreich, heute gilt der Pariser Mai sozusagen als eine Initialzündung, aber es kam halt später. Also es ist 1967 noch ruhig vergleichsweise in Frankfurt und dann mobilisieren sich die Studierenden in Nanterre im Frühjahr 68. Die Universität wird geschlossen, daraufhin geht man nach Paris, besetzt die Sorbonne und dann beginnt sozusagen der Pariser Mai und durch die mediale Berichterstattung live quasi aus dem Quartier Latin wird das ganze Land mobilisiert. Also auch ein interessanter Aspekt mit Blick auf die Rolle der Medien. Und du Malte, du warst der Korrespondent des WDR, du warst in Paris zu dieser Zeit. Wie hast du das denn alles persönlich wahrgenommen? Was war sozusagen dein Auftrag? Was solltest du filmen? Und was hast du jenseits dieses Auftrages gemacht, genau in diesen heißen Wochen? Ich hatte gar keinen Auftrag, sondern ich war freier Korrespondent. Wir haben so für ein Kulturmagazin haben wir Porträts gemacht von, ich weiß gar nicht mehr von wem, Henry Miller und Sonia Delaunay und Sartre und sonst was. Aber das haben wir in dem Moment, wo es losging, komplett eingestellt. Wir haben nichts in der Zeit gemacht. Habt ihr denn auch dann euch zum Quartier begeben und geschaut? Habt ihr Filmaufnahmen gemacht davon? Überhaupt nicht, nee. Ich meine, der Mai, Juni in Paris war eigentlich ein großes Fest. Das war wie ein großes Fest. Man ist ständig rumgelaufen und hat die Barrikade bewundert. Ich weiß noch, der Crevin, von dem du gesprochen hast, der hat auf unserer schönsten und höchsten Barrikade gestanden und hat gesagt, und am Tag vorher war François, also das, die Boulevardzeitung, aber großformatig, war das ganze Titelblatt aus Berlin, wo die Springerpresse die Wagen da gebrannt haben, was auch in deinem Film war. Und dann, als wir diese Barrikade hatten, die eigentlich ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen werden sollte, da sagte der Crevin zu mir, und, ist das jetzt genauso gut wie in Berlin? Also dieser Einfluss war sehr stark. Ja. Da kann und, ich auch nicht, nee, oder machen wir fertig, ja. Nee, und der Beginn eigentlich der Bewegung, unter den Studenten zumindest, war, dass es gab, wie heute die Linke auch in Frankreich, völlig zerstritten. Es gab 1000 Grüppchen und Ideologien und sonst was.
Und die haben nie mehr als 300 Leute auf die Straße gebracht. Und nach dem Attentat auf Rudi Dutschke gab es eine Solidaritätsdemonstration für Rudi Dutschke. Und da kamen die alle, weil da konnten sie alle mitmachen. Also es gab keine ideologischen Differenzen. Und plötzlich haben die gemerkt, statt diesen 300, 400 üblichen Verdächtigen, waren es plötzlich 3.000. Ich glaube, bei dieser Demo waren es zum ersten Mal 15.000 dann. Und da hat man gemerkt, dass es keine, wie die Regierung, die Presse sagte, Krüppchen sind, sondern dass es eine Bewegung war. Das mit den Grüppchen ist übrigens auch in einem Interview, was Günter Gauss geführt hat mit Dutschke, ein ganz entscheidendes Moment, weil Gauss gibt eine Art Einführung, eine Art Rechtfertigung, warum er jetzt eigentlich Dutschke interviewt. Und er betont mehrmals, es sei so eine kleinste Minderheit, eine kleine Minderheit. Und in dieser Minderheit bekleide Dutschke auch noch mal eine Minderheitenposition, aber trotzdem wolle man nur mit ihm sprechen. Und das ist ja wirklich so ein Narrativ gewesen der offiziellen Seite, das Ganze klein zu reden, was dann sozusagen den Realerfahrungen nicht unbedingt entsprach. Und nun hast du gesagt, Malte, es sei quasi wie ein Fest gewesen, aber dieses Fest endete dann doch sehr abrupt. Du gehörtest ja zu denen, die dann doch recht brutal, wenn man so will, oder einschüchternd aus Frankreich abgeschoben worden. Wie war denn sozusagen das, was war das für eine Erfahrung für jemanden, der ja sehr frankophil ist und vielleicht nicht unbedingt diese Art des Polizeieinsatzes in Frankreich erwartet hätte, eher in Deutschland vielleicht, oder? Naja, es war vor allem auch ein Zeichen, wie hilflos die Polizei war oder die Behörden überhaupt. Weil die wollten einfach nicht sehen, dass es eine Massenbewegung war, sondern die haben immer gesucht, wo sind die Anführer, die Rädelsführer. Und die Presse und auch die Polizei hat ja dann den Daniel Cohn-Bendit, der eigentlich unser Jugendlicher war, weil der hat immer so toll geredet und er war relativ jung, hat immer die Polizei angemacht und der wurde als solcher gefeiert, aber er war nie irgendwie, und der wurde dann plötzlich zum Rädelsführer auch gemacht. Aber der war ja dann schon in Deutschland, und dann haben sie aus Versehen eine Gruppe von japanischen Geschäftsleuten sehr dramatisch in einem Hotel gestellt, weil sie dachten, es sind Chinesen. Und das war ein Riesenflop. Und dann haben sie gesagt, es gibt da eine Gruppe von Deutschen und die sind die Rädelsführer. Und die Deutschen in Frankreich zu der Zeit war immer so eine komische Mischung aus Nazis oder Kommunisten, wahrscheinlich beides. Also immer sehr gefährlich, ja. Und das hat die Polizei sofort überzeugt, dass wir da, und wir hatten einen, was wir selbst Kaffeekränzchen nannten. Das waren Journalisten, waren Professoren hier, später der Assistent von Habermas, der Klaus Offe. Andere waren, und wir haben uns da getroffen und haben da so diskutiert, wahrscheinlich wie in Berlin auch, bisschen verständlicher. Es waren auch Journalisten dabei und die, gut, es gab dann ein Problem, dass im Berliner Extradienst stand, es gibt jetzt auch ein SDS Paris, und haben meinen Namen als Adresse, wo man sich treffen sollte. Das war irgendwie ein Fehler. Und dann haben sie uns da ausgehoben, ganz dramatisch, und haben uns durch ganz Frankreich in so Gitterwagen an die Grenze gefahren, ja. Das können Sie übrigens nachlesen. Es gibt einen Artikel, den Klaus Wagenbach in der Zeit geschrieben hat, genau darüber im Juni, also Sommer auf jeden Fall, 68. Und das ist ganz spannend beschrieben. Also das können Sie googeln, das finden Sie dann relativ schnell, würde ich empfehlen. Ausweisung aus Frankreich, Ausweisung aus der Universität. Thomas, erzähl noch, wie sozusagen, ihr habt das besetzt, aber was war sozusagen das offizielle Argument der Hochschulleitung, euch jetzt zu relegieren? Im März, im Mai 68. Ja, das offizielle Argument, wie heute auch, Terror oder so, ja. Also Gewaltanwendung gegenüber der Direktion und so. Was habt ihr denn genau gemacht, außer nur besetzen? Naja, wir haben, es waren schon so eine Reihe von Maßnahmen. Wir haben sind in dieses Direktionsbüro gegangen. Wir haben dort einen Film gefunden von dem Günther Peter Straschek, der als verschollen galt und der offensichtlich von der Direktion aus dem Verkehr gezogen wurde. Übrigens furchtbar langweiliges Teil, glaube ich, so viel ich weiß. Demnächst werden wir den auch in Berlin vorführen.
Und wir haben, ja, es war einfach so ein, wir haben dann die Ziger-Werthoff-Filmakademie gegründet anstelle dieser Deutschen Film- und Fernsehakademie, haben rote Fahnen aus den Fenstern gehalten, was sehr großen Unwillen beim SFB ausgelöst hat, weil das Haus eigentlich die SFB-Sendezentrale war. Wir waren da nur als Untermieter oben unterm Dach und es war eine ganz witzige Auseinandersetzung. Wir haben die roten Fahnen rausgehängt und dann hat sich der SFB überlegt, wie er dagegen ankommen kann. Dann haben sie aus allen ihren Fenstern verschiedenfarbige, bunte Fahnen rausgehängt, um das zu neutralisieren. Und dann haben unsere Leute aber auch wieder darüber nachgedacht, wie können wir trotzdem gewinnen, aus der Sache rauskommen, und haben ein Riesentransparent oben über das ganze Haus gespannt, wo stand: Kapitalismus ist grau, Sozialismus ist bunt. Und damit waren wir wieder die Lachenden. Aber ich meine, das war eine Zeit, da hat, wenn ich mich nicht täusche, Truffaut und Godard haben die Filmfestspiele in Cannes gesprengt, und da hat Antonioni auch in Italien, in Venedig, quasi die Macht übernommen oder den normalen Ablauf dieser Filmfestspiele unterbrochen und so weiter. Und viel mehr haben wir natürlich auch nicht gemacht. Wir hatten die Idee, ich muss sagen, also ich kann es auch nicht übel nehmen, dass wir da rausgeflogen sind, weil wir haben uns einfach selbst überschätzt. Es war so ein Gefühl von, wir können alles, wir müssen nur wollen, wir müssen nur den Mut dazu haben. Und wir haben, ja, es war eigentlich abzusehen, dass das sich so entwickeln würde. Das ist ein schönes Stichwort vielleicht für eine Frage aus der Retrospektive. Wenn ihr jetzt denkt, wie ihr damals gedacht habt, eure Leitideen, sozusagen der Wunsch, diese Gesellschaftsstrukturen, die man damals kritisiert hat, aufzubrechen oder zu ändern, und ihr das im heutigen Licht betrachtet, selbst sozusagen auch in Ansicht eurer eigenen Filme, was würdet ihr dazu sagen? Ist das dann auch sozusagen eine Selbstüberschätzung oder war es sozusagen gerechtfertigt nach dem Motto, würde ich wieder tun? Oder gibt es sozusagen, wie seht ihr heute gewissermaßen das, was ihr erlebt habt und das, was ihr auch mitgestaltet habt, Thomas? Es war eine riesige Selbstüberschätzung, es war eine Arroganz gegenüber der Realität und so weiter. Aber ja, wie man so sagt, ich würde es wieder tun. Ja, das war gleichzeitig auch, wie du sagst, eine Art Fest. Es war spannend, es war eine Selbsterprobung. Es war eine starke Zeit, die auch uns sehr herausgefordert hat, Begründungen dafür zu liefern, uns zu äußern, uns auseinanderzusetzen und so weiter. Und ich denke, auf lange Frist hat sich auch vieles von dem, was damals angedacht wurde, hat sich tatsächlich in der Gesellschaft dann auch realisiert oder zumindest ist in die Gesellschaft hineingesickert. Malte, ich habe mich ja vorbereitet und habe hier ein Flugblatt aus Mai 68. Ich finde, das gibt ganz schön die Stimmung damals wieder. Das heißt, 11 Millionen Arbeiter und Angestellte im Streik, kein Fernsehen mehr, die haben nämlich auch gestreikt, keine Postzustellung, kein Benzin an den Tankstellen, das Leben beginnt. Das ist schön, mit diesem Wort beenden wir jetzt unsere Diskussion hier vorne und öffnen sie zu Ihnen, meine Damen und Herren, aber vielleicht nicht unbedingt mit Co-Referaten, sondern nutzen Sie die Gelegenheit, unsere beiden Protagonisten und Regisseure zu fragen. Bitte. Gerne natürlich auch Kommentare, nur keine Vorträge. Ja, einfach. Also was mich immer so ein bisschen stört bei der heutigen oder schon länger andauernden und oft auch in Medien, die früher etwas anders berichteten, zu lesenden Bearbeitung der 68er Jahre und des Ganzen,
dass das, was ja auch ein ganz wesentliches Moment für die ganze Bewegung war, immer so untergeht und runtergespielt wird und immer im Vordergrund so diese aufmüpfige und nun wieder etwas einsichtiger gewordene revolutionäre Jugend ist. Ja? Also der ganze Vietnamkrieg, das Napalm, die Aktien, die der Vatikan an Dow Chemicals hielt und so weiter. Und das waren Dinge, die uns in Heidelberg zumindest in dieser Zeit bewegten und was auch die ganze Bewegung natürlich und der ganze, die ganzen Schweinereien des Kapitalismus weltweit, die Befreiungsbewegungen, die in vielen Ländern der Welt ja irgendwie aktiv wurden. Und ich finde, das sollte man ruhig etwas mehr auch wieder in den Vordergrund stellen. Und nicht wie Götz Ali dann, also die Verbrennungen von Springer-Zeitschriften mit den Bücherverbrennungen 1938 oder 1933 irgendwie in der Frankfurter Rundschau, ohne dass dazu überhaupt irgendwie eine großartige Stellungnahme kam vor ein paar Jahren. Irgendwie ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben Ihren Punkt verstanden und ich finde das insofern sehr wichtig, weil Sie können auch in der wissenschaftlichen Bearbeitung der Protestbewegung sehr häufig nachlesen, es sei sozusagen eine Art Karneval gewesen, ein Fest, es ist ein Jugendaufbruch, es war irgendwie kulturell irgendwie bedeutungsvoll und was Sie angesprochen haben, ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig, das ist der politische Impetus, der dahinter stand. Das war ja gesellschaftskritische Analysen der damaligen Gegenwart, die ja sozusagen über sozusagen das Spaßige hinausgehen. Ich denke aber auch, dass ihr das so nicht gemeint habt, wenn ihr darauf verwiesen habt, sondern wahrscheinlich aus der, nehme ich an, aber das könnt ihr gleich noch sagen, wahrscheinlich aus der Perspektive des Mitlebenden ist das eben auch ein Faktor, der dazu beiträgt, dass man sozusagen auf die Barrikaden geht. Was ich bedrückend fand an dem Film ist, der ist ja immerhin 50 Jahre alt und er wirkt ziemlich aktuell in Frankreich. Ja. Und ich dachte, vielleicht kommt die Frage, wie sieht unsere Gesellschaft heute aus nach 50 Jahren? Und da kann ich das nicht so genau sagen, aber ich habe hier ein Buch von einem Steuerfahnder, der zusammen mit anderen den Herrschenden zu nahe kam und in Banken und bei den Unantastbaren Hausdurchsuchungen hat vornehmen lassen und ist dann von gefälschten psychiatrischen Gutachtern für verrückt erklärt worden, damit die aus dem Weg geräumt worden sind. Und einer dieser Steuerfahnder, der auch hier ist, hat dieses Buch geschrieben, Inside Steuerfahndung. Und das ist, glaube ich, eine der besten Darstellungen unserer Gesellschaft heute. Ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber liege ich da falsch? Nein, da liegst du nicht falsch. Was da passiert ist, dass vier von meinen Kollegen für verrückt erklärt wurden, hier in Hessen, in unserem Bundesland, das ist etwas, das hätte man vielleicht in China vermutet, aber nicht hier in Hessen. Und insofern liegst du natürlich nicht falsch. Weitere Anmerkungen oder Fragen? Wie fühlt es sich jetzt so für euch an? Also ihr wart ja direkt in dieser Bewegung irgendwie dabei und ich komme jetzt aus einer Generation, wo das irgendwie alles schon ziemlich weit Geschichte ist, also aus meiner Perspektive. Wie fühlt sich das so an, jetzt, sagen wir mal, die Gesellschaft so zu sehen, als hätte sich irgendwie kaum wirklich was verändert? Hat es sich kaum was verändert, eurer Meinung nach? Ja, ich denke, einiges ist schlimmer geworden. Und was mich so aufgeregt hat, und deswegen habe ich irgendwann mal der Natascha gesagt, hier für das Kinoprogramm, was so alles in diesem Jahr über 68 so gesagt wurde. Es war meistens, dass das der Anfang war der Gewalt,
die RAF wird immer als das Hauptprodukt von 68 geschildert. Und dann habe ich gesagt, zeig doch mal unseren Film über Frankreich, da kommt vieles, um was es wirklich ging. Und ich bin ihr auch sehr dankbar, dass sie das dann heute gemacht hat. Aber was eigentlich die Folge auch in Deutschland, vor allem in Deutschland, war von 68, war die, die Schülerbewegung. Und der Benjamin Ortmeier ist heute nicht da, der war ein Aktiver damals und hat diese autoritären Strukturen in der Schule, die Nazi-Vergangenheit, das macht er bis zum heutigen Tag jetzt als Professor an der Uni, aufgedeckt, hat die Lehrer dazu gebracht, auch aktiv zu werden. Es gab den Sozialistischen Lehrerbund, also das war die Schülerbewegung. Es gab eine Lehrlingsbewegung. Man weiß immer von den Hippies, dass die ausgestiegen sind. Die Lehrlingsbewegung hat damit angefangen, dass die gesagt haben, sie haben keine Lust mehr da, diesen Betrieb, sie steigen jetzt mal aus und gehen auf Weltreise oder sowas. Das war eine ganz starke Bewegung, die kamen zurück, haben dann Lehrlingsgruppen hier gegründet, die auch die Gewerkschaft aufgemischt hat, die autoritären Strukturen, auch sexualfeindlichen Strukturen in den Lehrlingsheimen und sowas. Also es war eine große Bewegung. Es gab vor allem die Arbeiterbewegung. Es gab die wilden Streiks hier in Deutschland mit Besetzung der Fabriken. Ich erinnere mich noch an Rockwell Golde, an der großen Fabriken hier. Da ist gestreikt worden, obwohl die Gewerkschaft nie zum Streik aufgerufen hat. Und vor allem die türkischen Arbeitskollegen haben dort Volkstänze aufgeführt, haben Essen gemacht für die Arbeiter, für die Kollegen. Und die Gewerkschaftsbewegung hier, die so gut wie tot war und außerdem korrupt, ist plötzlich wiedererstanden. Ja. Also das darf man, es war auch eine Folge von 68. Und es gab eine Demokratiebewegung. Ich denke vor allem jetzt, mir fallen nur zwei Beispiele ein. Die Polizei hat damals angefangen zu diskutieren. Wieso ist die Polizei ein Instrument der Unterdrückung und nicht für die Bürger da? Es gab ein Taschenbuch, ich weiß nur den Anfang des Titels, leider habe ich den zweiten Teil, den entscheidenden, vergessen. Das hieß, die Bullen oder müssen wir die Polizei reformieren? Ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert. Es war ein Taschenbuch. Macht aus Polizisten gute Sozialisten. Ja, das war dann die... Das war der Slogan, mit dem wir demonstriert haben. Ja. Wenn die am Rand standen, haben die schon erstaunt geguckt. Ja, aber das kam ja aus der Polizei selbst. Wenn ich vielleicht noch eine Anmerkung machen darf, Malte, zu deinem Film, da kommen ja die Arbeiter sehr stark vor. Unsere Aufarbeitung ist sehr akademisch, weil es eben auch erstaunlich war, dass in Deutschland zum Beispiel erstmals Akademiker links demonstriert haben. Ja? Diese deutsche Tradition ist ja, dass die Akademiker rechts standen, Weimarer Zeit und so weiter. Nur ein paar wenige Intellektuelle haben sich so quasi als Linke herausgearbeitet. Aber die Arbeiterschaft, die du sehr stark herausgehoben hast, die hat ja auch in Deutschland Dinge gemacht, die total vergessen sind. Ich war da aktiv beteiligt. Zum Beispiel Glashütte Süßmuth. Arbeiter übernehmen ihren Betrieb. Die haben den selbst übernommen und haben den geleitet. Und er hat jahrelang existiert, bis die Mauer fiel und die Billigglasproduktion aus dem Osten hier frei rein konnte. Inzwischen ist dieser Betrieb ein Museum, wo man studieren kann, wie Glas geblasen wird. Aber die haben also wirklich ihren Betrieb übernommen und es hat mir ein bisschen gefehlt in deinem Film, den ich damals übrigens gesehen habe, die Übernahme von Lipp. Das war später, ja. Ne? Das, aber in Frankfurt auch gab es ja die Adlerwerke, eines der funktionsreichsten Betriebe. Und als die geschlossen werden sollten, weil die Grundstückspreise, auf dem der Betrieb stand, konnte man mehr Geld machen als mit der Produktion. Ja. Da hat ganz Frankfurt hat Kopf gestanden. Die Kirchenglocken haben geläutet als Begleitung zur Demonstration der Arbeiter. Und andere haben, das Frankfurter Wappen war plötzlich kein Adler mehr drin und da stand drunter, was ist Frankfurt ohne Adler?
Es war eine Riesenbewegung. Ja. Also das war, ich wollte noch mal betonen, den Begriff, also Partizipation und so weiter wurde oft genug jetzt genannt, aber der Begriff der Selbstverwaltung hatte damals auch einen ganz hohen Rang. Und es ging zum Beispiel auch darum, in Krankenhäusern Selbstverwaltung einzuführen. Wir haben hier im Kreis Hanau das klassenlose Krankenhaus geplant, das dann mit allen Mitteln verhindert worden ist. Aber es waren immerhin schon 50 Millionen verplant. Und wir standen ungefähr 3 Tage vor der Grundsteinlegung. Da haben durch die hessischen Gebietsreformen die Wahlen den anderen die Mehrheit verschafft und da ist das gleich mit weggefallen. Ja? Also solche Dinge, die haben damals alle irgendwie in enger Beziehung zur 68er Bewegung gestanden. Vielen Dank für den Hinweis, denn in der Forschung, aus der Forschungsperspektive, die Dame dort, wird immer gesagt, was grosso modo auch stimmt, dass es sozusagen keine Verbindung gegeben habe hier zwischen den Studierenden und den Arbeitern, vergleichbar jetzt wie in Frankreich. Aber trotzdem hat es eben doch, wenigstens punktuell, solche Maßnahmen gegeben. Das nochmal in Erinnerung zu rufen, finde ich auch sehr wichtig. Also vielen Dank. Bitte. Ja, was mir bei beiden Filmen aufgefallen ist, vor allem bei deinem, Thomas, war, es gab da keine Frauen. Also das, was ich sagen will, ist, dass das auch der Beginn der Frauenbewegung war, weil uns wurde im SDS bewusst, dass wir da einfach nicht vorkommen. Wir sind wirklich nur Zierde gewesen, wenn überhaupt. Also so. Jedenfalls haben wir keine Rolle gespielt. Und ich glaube, genau das zu erleben, war mit ein wichtiger Impuls, die Frauenbewegung zu gründen. Und wie gesagt, wenn ich beide Filme sehe, das würde so heute nicht mehr aussehen. Also vor allem, wie gesagt, in deinem Film, aber tendenziell auch in deinem. Und es hat mich unheimlich gefreut, dass du vor allem diese eine Fabrikarbeiterin sehr ins Zentrum geholt hast. Wollte ich gerade sagen, ja. Ja, na klar. Lieblingsdarstellerin. Ja, ja, das die war wirklich sehr sympathisch und auch deren Entwicklung zu... Also das Narrativ der Entwicklung war sehr schön, aber auf den Versammlungen nichts. Ja, das berühmte, den Tomatenwurf, nicht? Wo dann sozusagen das gilt. Nein, das ist schon klar. Ja, völlig richtig. Ja, völlig richtig. Nur, ich wollte nur bestätigen, dass eben die Frauenbewegung auch aus der 68er-Bewegung entstanden ist. Darf ich fragen, wie viele Wortmeldungen es noch gibt, dass wir jetzt vielleicht, weil wir gesagt haben, wollen es nicht zu lange ausdehnen. Also der Herr dort, sonst noch jemand? Gut, dann wäre das die beiden. Ah ja, ja, Michael. Ja, ich habe diese ganze Zeit erlebt, eigentlich eher aus der französischen Perspektive. Ich habe in Frankreich damals gelebt, von 67 bis die späten 90er Jahre. Und was mich am meisten halt bewegt hat, als ich diese Bilder gesehen habe, ist die Tatsache, dass man in Frankreich in dieser Zeit ein zärtliches Verhältnis zu den revolutionären Traditionen hatte. Die hat man. Das heißt, ich weiß, ich bin eigentlich immer jedes Jahr zu Père Lachaise gegangen und habe dort einen Blumenstrauß hingelegt für die Toten der Kommune. Wenn man mit der Stadtbevölkerung gesprochen hat, die wussten noch genau in meinem Viertel, wo die Barrikaden standen. Das heißt, das kam alles wieder hoch in dieser C'est la Commune. Haben die Leute gesagt, c'est la commune. Das weiß ich noch, das hat mich damals ungeheuer beeindruckt, weil ich bin nach Frankreich gekommen, weil ich aus einer deutschen Emigrantenfamilie kam. Mein Vater war im Widerstand gegen die Nazis und ich hatte natürlich eine andere Verbindung halt in die französische Gesellschaft. Aber das Entscheidende war, und das ist der große Unterschied zu Deutschland, dass das für eine gesamtgesellschaftliche Bewegung war, in der die Arbeiter eine enorm große Rolle gespielt haben, bis hin zu den verzweifelten Abwehrkämpfen, die ich dann erlebt habe, als ich Universitätsprofessor war in Valenciennes in Nordfrankreich, als die großen Abwehrkämpfe der Stahlarbeiter kamen gegen die Schließung der Betriebe. Die sind zugemacht worden. Da gab es entsetzliche Repressionen. Ich habe mich damals dann auch zusammen mit der Louisette Farignon, einer
Filmerin, die bei uns gearbeitet hat, dazu entschlossen, das zu filmen. Also gibt es auch Filmmaterial drüber, was da passiert ist. Es ist zum Teil sehr grausam gewesen. Es ist unter Raymond Barre. Und da ist sozusagen in der Wiege der französischen Arbeiter wegen der Arbeiterklasse das Genick gebrochen worden. Nicht zu vergessen. Das hat bis heute Spuren hinterlassen, schwere Spuren. Gut, vielen Dank. Möchtest du was dazu sagen? Sonst würde ich sagen, Michaela, bitte. Ja, also ich glaube, dass auch heute die Notwendigkeit für Gegeninformation und auch für die Suche nach alternativen, selbstbestimmten Lebensmodellen eben gegeben ist. Ich frage mich nur, also wenn man jetzt eben auch anschaut, dass in Räumen, die auch noch so eine gewisse Schutzfunktion haben, wie Universitäten, solche Bewegungen tatsächlich auch stattfinden. Also es gibt ja gerade von jungen Leuten eben immer wieder einfach Aktionen, die auch immer in die Richtung 68 gehen. Ich frage mich nur, ob es vielleicht auch einen Unterschied gibt zu der damaligen Situation im Hinblick auf die Unterstützung aus rein der Gesellschaft, die schon sehr die einflussreicher sind, die aber eine Erfahrung einfach hatten, weil der Krieg eben noch gar nicht so lange zurücklag und weil man halt eben so die Ausmaße und halt eben auch so den Schrecken noch so in den Knochen hatte, dass es da auch aus diesen Reihen einfach einen wirklich größeren Willen zum Engagement gab und es auch wirklich der Bewegung der jungen Leute auch wirklich sehr hilfreich dann war, dass sich gerade auch eben ältere, etabliertere Menschen sich dieser Probleme auch angenommen haben, ja, was ich halt jetzt nicht so sehen kann in unserer heutigen Gesellschaft, weil alles so sehr stark auf Konkurrenz und halt eben, weil der Arbeitsmarkt so kompliziert geworden ist und diese Unterdrückungsmechanismen eben sehr stark auf alle wirken und es vielleicht eben nicht mehr so viele Freiräume gibt, wie es damals eben auch noch gegeben hat. Mir fällt dabei ein, dass in Frankreich eine der berühmten Leitartikel in Le Monde war eine Woche, glaube ich, bevor es richtig losging, hieß es Frankreich langweilt sich. In der ganzen Welt geht die Jugend auf die Straße, tritt ein für Fortschritt und für Veränderung. Aber Frankreich ist tot, die Jugend hat kein Interesse, ist nur im Konkurrenzkampf untereinander und so. Und wie gesagt, eine Woche später gab es eben die größte Bewegung in ganz Europa. Ja. Und ich denke, damals, man muss ja fragen, wie ist das alles dann untergegangen? Ja? Und eine der Parolen im Mai 68 war Election Trahison, Wahlen sind Verrat. Und wenn man heute guckt, dass die Leute immer schön friedlich einmal im Jahr oder vielleicht sogar zweimal oder alle vier Jahre gehen die wählen. Ja? Sie wählen die Grünen, um diese korrupte Koch-Bouffier-Regierung loszuwerden. Und was kommt dabei raus? Der Bouffier bleibt. Und man ist auch in der Zwickmühle. Gehst du nicht wählen? Sagt man, damit wählt man jetzt die AfD, ja? Ja, aber und ich denke, die Lösung liegt, und stehen wir gar nicht so schlecht da, Bewegungen wie die Seebrücke jetzt, die dagegen demonstriert und immer stärker wird, dass man die Flüchtlinge nicht da zu Tausenden umkommen lässt, eigentlich ermordet, um unseren Leitspruch zu verteidigen, den die Gewerkschaft mal begründet hat. Da heißt nämlich Besitzstandswahrung. Also während es zum Beispiel in Frankreich heißt Liberté, Égalité, Fraternité, heißt es bei uns Besitzstandswahrung. Und
da ist, sind Bewegungen wie, wie die Seebrücke, die sich für die Flüchtlinge einsetzt, oder auch hier in Frankfurt, Stadt für alle, wo es jetzt zum ersten Mal auch eine ziemlich große Demonstration gab gegen Mietwucher und Spekulation. Also ich denke, da wird einiges passieren, ja. Also das Gefühl, dass die heutige Jugend nicht mehr so revolutionär sei, wie sozusagen die früheren, zieht sich auch durch die Jahrzehnte so durch. Und ich glaube, man kann schon sagen, und es gibt auch zum Beispiel die Historikerin Inge Gilcher-Holtei, die das sagt, dass die Blockupy-Bewegung, Pulse of Europe, also es gibt ja schon auch heute Bewegungen, die ganz anders wieder, ganz andere sozusagen Organisationsformen nutzen, die man aber durchaus in die Tradition im weitesten Sinne der 68er sozusagen stellen kann. Und was wir gemerkt haben jetzt seitens der Universität bei vielen Veranstaltungen, so auch heute Abend, dass eben die Studierenden seltener vertreten sind, sondern eher, sage ich jetzt mal, höhere Semester. Und das war ein bisschen überraschend, weil wir vermutet haben, es könnte doch interessant sein, gerade wenn ich mich engagiere, heutzutage so ein bisschen zu schauen, was haben denn die Altvorderen gemacht. Aber es gibt also nicht unbedingt einen Mangel an Engagement, aber vielleicht ein geringer ausgeprägtes Interesse an theoretischem Überbau. Meine Damen und Herren, Ingrid Gilcher-Holte hat dieses Buch geschrieben, es heißt 1968 eine Zeitreise, und das möchte ich empfehlen, weil es eine wunderbare Verbindung ist, geht Monat für Monat durch das ganze Jahr, und ihr Ereignisgeschichte mit Theorie und Hintergrundinformationen auf eine sehr gut geschriebene Art und Weise kombiniert. Also wenn Sie im Jubiläumsjahr nochmal nachlesen wollen, was 1968 jenseits dessen, was Sie selbst erinnern, geschehen ist, dann wäre das eine Empfehlung. Ich danke Thomas Giefer und Malte Rauch sehr herzlich dafür, dass ihr heute hier wart, dass wir diese Diskussion haben können, und ich danke Ihnen für Ihre Fragen und dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke.